Ein Gemälde aus dem frühen 16. Jahrhundert, das berühmte Selbstbildnis im Pelzrock von Albrecht Dürer. Eine Worterklärung: Ein Rock ist heute ein Kleidungsstück, das man üblicherweise mit Frauen verbindet. In der damaligen Zeit handelte es sich, so wie hier, um den Mantel oder die Jacke eines Mannes. Nun folgen einige Aussagen zu dem Bild, bei denen entschieden werden soll, ob sie jeweils falsch oder richtig sind. Der Mantel des Mannes besteht aus unterschiedlichen Materialien. Dem kann man sicher zustimmen. Hier zum Beispiel der Pelzrand. Hier haben wir einen braunen Stoff, hier einen weißen Stoff. Das heißt also, diese Aussage ist richtig. Die unterschiedlichen Materialien des Mantels sind sehr realistisch dargestellt. Auch dem kann man zustimmen, wenn man beispielsweise einen Blick wirft auf die Falten des Ärmels oder auf die Lichtwirkung hier auf dem Pelzrand. Also diese Aussage ist ebenfalls richtig. Die Buchstaben AD links vom Kopf des Mannes stehen für Anno Domini. Man könnte es meinen, in Wirklichkeit stehen diese Buchstaben aber für die Initialen des Mannes, nämlich Albrecht Dürer. Diese Aussage ist also nicht richtig. Man kann sich für das Bild eine waagrechte Symmetrieachse vorstellen. Das Wort waagrecht könnte auch durch das Synonym horizontal ersetzt werden. Eine horizontale Achse würde so aussehen. Es ist aber sofort zu erkennen, dass es sich hier um eine gedachte senkrechte oder vertikale Symmetrieachse handelt, also eine senkrechte Symmetrieachse, also ist diese Aussage nicht richtig. Kopf und Schultern des Mannes bilden ein perfektes Dreieck. Das ist in der Tat der Fall. Hier haben wir dieses Dreieck, das durch Kopf und Schultern des Mannes dargestellt wird. Das heißt also, diese Aussage ist richtig. Die Übersetzung des Textes, des lateinischen Textes auf der rechten Seite, hier ist er zu sehen, lautet: So malte ich, Albrecht Dürer aus Nürnberg, mich selbst in naturgetreuen Farben im Alter von 68 Jahren. Das ist tatsächlich eine wörtliche Übersetzung des lateinischen Textes. Nur eine Sache ist nicht richtig, und das ist das Alter. Wenn man den Mann genau ansieht, so sieht man deutlich, dass er niemals 68 Jahre alt sein kann. Er war 28 Jahre. Das heißt also, diese Aussage ist nicht richtig. Das Bild wurde vor einem halben Jahrhundert gemalt. Ein Jahrhundert, das sind 50 Jahre. Wenn das Bild im Jahr 1500 gemalt wurde, dann ist es mehr als ein halbes Jahrtausend alt. Diese Aussage stimmt nicht. Der Mann auf dem Bild erinnert an Jesus Christus. Tatsächlich gibt es ähnliche Christusdarstellungen. Die Frisur erinnert an ihn, auch diese direkte frontale Darstellung. Und auch die Haltung seiner Finger der rechten Hand. Sie erinnert an eine Geste des Segnens. Segnen, das ist to bless. Also wir können uns hier eine Segnungsgeste vorstellen, die auch an Jesus Christus denken lässt. Also ja.
Das Bild ist sehr detailtreu. Auch dem kann man ohne weiteres zustimmen. Die Locken, der Pelz, aber auch zum Beispiel die Augen, in denen sich das gegenüberliegende Fenster spiegelt. Also auch diese Aussage ist sicher richtig. Es herrschen viele Schattierungen der Farben Braun und Beige vor. Das ist richtig. Es ist sofort zu erkennen, dass auf diesem Bild keine anderen Farben verwendet wurden. Also stimmen wir zu. Albrecht Dürer hat das Bild aus Gründen des Marketing gemalt. Das überrascht zunächst etwas, weil Marketing eigentlich ein modernes Konzept ist. Dem kann man aber zustimmen, denn für dieses Bild gab es keinen Auftraggeber. Albrecht Dürer hat es für sich gemalt, um der Welt seine Kunst, sein Können zu zeigen und damit für sich zu werben. Also diese Aussage ist ebenfalls richtig. Hier nun ein Text über dieses Bild. Albrecht Dürer, Selbstbildnis im Pelzrock. Ein junger Mann, Ende 20, blickt uns selbstbewusst an. Seine schulterlangen Locken sind sorgfältig frisiert. Sein kurzer Bart sieht gepflegt aus. Er trägt einen Mantel, dessen unterschiedliche Stoffe und dessen Pelzrand sehr realistisch dargestellt sind. Das Bild ist symmetrisch aufgebaut. Der Kopf und die Schultern des Malers bilden ein perfektes Dreieck. Das Bild zeigt eine große Detailtreue bis hin zu dem Fenster, das sich in seinen Augen spiegelt. Auf dem dunklen Hintergrund sieht man seine Initialen AD und das Jahr 1500. Die lateinische Inschrift auf der rechten Seite informiert uns, dass es sich um ein Selbstbildnis handelt. Es herrschen die Farben Braun und Beige in allen Schattierungen vor. Die frontale Darstellung einer Person war damals nur Jesus vorbehalten. Man könnte fragen, ob Dürer sich damit als Schöpfer in der Malerei darstellen wollte. Vielleicht wollte er auch seinen Glauben demonstrieren. Die Haltung seiner Finger erinnert an eine Geste der Segnung. Er zeigt mit dieser Geste aber auch auf den Pelz an seinem Mantel. Ein Kleidungsstück dieser Art durften damals in Nürnberg nur einflussreiche Leute tragen, zum Beispiel Richter. Vielleicht betrachtete er sich als gleichwertig mit ihnen. Das Ölgemälde ist mehr als ein halbes Jahrtausend alt. Es war kein Auftragswerk. Albrecht Dürer hat es nur für sich gemalt. Es sollte sein Können zeigen. Es diente dem Marketing.